Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, Tal der Yetis. Ich habe mir schon mal Munition gekauft, eine Aufnahmepause, da muss man das hier nicht verblenkeln. Und ich denke jetzt einfach mal, also es ist, wird jetzt die letzte Mission, die wir jetzt hier annehmen in diesem DLC. Und ich denke mir mal, auch der letzte Part wird. Und ja, da würde ich sagen, nehmen wir diese Mission mal an und wir sind gespannt und ich erhoffe mir viel. Ja, ja, ich bin hier. Kyra sei Dank, wir haben dich. Der goldene Pfad sucht seit Tagen nach dir. Hast du das Relikt gefunden? Wurde es zerstört? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Was ist mit dem Piloten? Ist er bei dir? Nein, er hat es nicht geschafft. Oh, verstehe. Er ist nun bei Kyra. Wo sollen wir dich abholen, wenn du fertig bist? Das Relikt ist auf dem Gipfel des Berges Hajura Amako Hatama. Okay, kein Problem. Der Hajura Amako Hatama ist der auffälligste Berg in der Gegend. Wir finden dich. Gut, wir sehen uns bald. Pass auf dich auf, AJ. Der goldene Pfad. Das Relikt, liebe Freunde. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe irgendwie vergessen, dass der Pilot tot ist. Schande. Über mein Haupt. Ich hab's verplant. Ja, würde ich sagen. Wir müssen hier hoch. Aktuelles Ziel. Und los geht's. Der Winter bricht doch auch ein Schneesturm und so ein Zeug aus. Da verlassen wir unser trautes Heim. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich kann mir vorstellen, da oben wartet ein Mega-Yeti oder sowas. Keine Ahnung. So ein richtiger, weißer Bigfoot-Yeti-Schneemann-Gedöns, so wie man aus den Geschichten kennt. Und aus den Filmen. Ich meine, die Yetis hier, die sehen ja schon krass aus. Kann man nicht verleugnen. Aber es geht immer noch ein bisschen besser. Hinauf, liebe Freunde, hinauf. Okay. Also wir gehen jetzt auf den höchsten Berg, wenn ich das richtig verstanden habe, des Spiels. Des Spiels, des DLCs, keine Ahnung. Ich nehme mal die raus, weil damit lässt sich ein Yeti besser killen. Ich kann. Nein. Nicht. Atmen. So eine Mission. Oh. Oh. Luft. Boah, mit einem Schlag jagt er diesen. Lass ich die erstmal aufräumen hier. Ja?
Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt den Leuten in den Rücken fallen. Uah! Die geht so schön in Yeti. Wegknallen. Okay, ich brauch doch hier. Warum kann ich die denn, was sie brauchen? Ich brauche ein Atemgerät. Ah. Das gibt natürlich Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Während wir den Berg erklimmen. Doch, und dann. Yay! Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Na, da ist er doch. Ich wäre trotzdem für die Elefantenbüchse. Ach, ich bin voll Idiot. Hoch. Na, der wird nichts zu Ende gebracht. Schieße auf Eisformation und lass dich auf deine Gegner fallen. Okay. Okay. Ich muss es mit den Eisformationen erstmal lassen. Komm hier hoch und da hoch. Da wir natürlich Sammler sind, war es trotzdem dumm, hier hoch zu machen. Hippa. Alter. Doch wieder so. Alter. Reliquienschrein. Okay. Ein Weißer, wie ich mir das erhofft habe. Ah.
Oh, du hältst mehr aus, du hältst mehr aus. Oh. Und ich steck durch dich. Hörst du das? Oh, und auch den Weisen haben wir erlöst. Ja, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Okay. War da hoch oder was? Müssen wir noch? Das wäre ja der Wahnsinn. Okay. So lange ja. Und da quatscht jetzt wieder diese komische Stimme vor. Beschreite den Pfad zum ewigen Leben. Erwache. Eigenartiges Ding. Ist das muss das Relikt sein, das ich zerstören soll. Wie soll man das denn zerstören? Wahnsinnig cool. Das ist ein Baum. Ach, das ist dieser Pilz. Ich denke mal, ach guck. Ach nee, doch nicht. Wow. Ich verstehe, dass man das so zerstört, oder? Ich habe mich jetzt nicht getraut, weiter ranzugehen, deswegen. Na toll, du Arsch. Okay.
Ernsthaft? Boah, Alter, ein Schlag und ich bin so am Arsch. Alter Schwede. Boah. Meine Fresse. Mit Sauerstoff. Der Reliquientempel ist heilig. Verlasse es sofort. Der Yetis Schad zu einem Yeti geworden. Danke, dass du das Tal der Yetis gespielt hast. Du hast jetzt die Kampagne von Tal der Yetis beendet. Von der Relaisstation wartet ein Geschenk. Vor der Relaisstation wartet ein Geschenk auf dich. Du kannst das Tal der Yetis jetzt frei begehen und all seine Geheimnisse entdecken. Ah, das, alles klar. Das ist meine Überraschung. Ein kleiner Kopter, Kopter, Dingskopter da.
Geile Sache. So, meine lieben Freunde, damit haben wir Far Cry 4 beendet mit dem DLC Tal der Yetis. Und ja, das war's dann auch für das ganze Projekt hier, Far Cry 4. Wir haben sehr lang gebraucht, sehr, sehr lang gebraucht. Und ja, das wird auch erstmal vorerst mein letztes Singleplayer-Projekt auf Gamerscheck LP sein, wie ich das hier schon angekündigt habe. Und ja, dann werden wir schauen, was die Zukunft so bringt. Es kann natürlich passieren, dass ich mal wieder ein Singleplayer-Projekt mache irgendwann. Aber jetzt kommt erstmal größtenteils angezockt von Singleplayer-Projekten. Der Rest an LPs wird Koop-Sachen sein. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das DLC hat sogar ein bisschen, nein, nicht mehr Spaß gemacht wie die Story, aber war cool. War doch cool und gutes Ende. Hat irgendwie, ist irgendwie Far Cry-like gewesen, nicht? Und ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem nächsten Projekt, bei einem anderen Projekt. Es war auf jeden Fall ein geniales Spiel. Und ich freue mich auch schon auf Far Cry Primal, wo dann sicherlich ein Angezockt von mir kommen wird. Und ja, wie gesagt, das war's von Far Cry 4 und von Far Cry 4 Tal der Yetis. Sehr schönes Projekt. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so treu zugeschaut habt. Und freut euch schon auf andere Projekte hier auf Gamerscheck LP. Und dann würde ich sagen, ehe ich noch sinnlos groß rumquatsch und jetzt noch neugierig bin, was hier ständig explodiert, was sowieso bloß diese kleinen scheiß Viecher sind. Bin ich mir irgendwie so ziemlich sicher, diese blöden Hühnchen da, die da rumrennen oder so. Aber egal. Gut, dann war's das. Und ciao.